ABD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Da ist eine Tür. Sehr eng. Es wird schon gehen. Platz da. Ich hoffe, es sind keine tragenden Säulen. Ein Echo wahrnehmen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Da waren Erfahrungspunkte. Wir dürfen nicht sterben. Okay, da hat jemand Betting. Da müssen wir schon hoch, aber wir untersuchen. Was da untersuchen? Okay, also das da. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Gut, wir dürfen nichts anderes untersuchen, dann gehen wir über die Ranken. Au. Sehr stabil. Ah! Strom! Das war klug! Ja, mir geht's gut. Au. Nein, tut es nicht. Ein Heilungsstimme. Ah, Drogen. Du bist voller Überraschungen. Ich verstehe, wir haben nur begrenzt viel davon. Besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Ja. Schulterdruide. Tja, wie kommst du hierher? Mit Erneuerbaren. Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Mehrere Einträge. Kapitel 1. Karl Kessel, sein ehemaliger Jedi-Padawan, hatte sich seit Order 66 auf Broca versteckt. Karl hatte sich einigen Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt, gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Proft vor einem tödlichen Schutz zu retten. Dies führte zu einem Angriff der unerbittlichen zweiten und neunten Schwester. In letzter Sekunde wurde Karl von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet, Ceri Yunda und Grease Dirtos. Mittlerweile sind sie auf dem abgelegenen Planeten Bogano eingetroffen, um die Geheimnisse des alten Gewölbes zu lüften. Okay. Was soll ich da sagen? Du hast jetzt jederzeit Zugriff auf BDs Holo-Karte. Ah, gut. Jetzt haben wir die Karte, also immer dabei. Schneiden. Könnten wir nun, aber... Und das war da unten. Haben wir da hinten noch irgendwas Tolles? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ah. Kisten. Wo willst du hin? Irgendwas Brauchbares? Neuen Sender, Enno Cordova. Du kannst nicht schon Teil auf Wegbank in alten Teilen der Galaxis und auf der Mantis austauschen. Ah. Gibt es einen Grund, das zu schnell? Wahrscheinlich, damit wir schnell hochkommen. Ah ja, da kommt das Seil. Da kann man das Seil da hochklettern. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Wahrscheinlich spezifisch, damit wir jetzt hier runter können. Sagen können, das da. Haben wir eigentlich einen Ausknopf? Und dann können wir hier Lichtschwert anpassen. Uns den neuen Sender ansehen, den wir gekriegt haben. Den hier. Enno Cordova. Aber ich muss sagen, ich mag den aktuellen hier eigentlich schon ganz gerne. Die sind nur kosmetisch, oder?
Sind die nur kosmetisch? Kerzenständer. Sehr gut. Ah. Okay, ich verstehe, wie die Abkürzung funktionieren. Gefällt mir. So, Schuss FPS. Ich fühle es. Freies Umsehen. Ah, jetzt können wir uns da frei umsehen. Scan. Splocks. Taktische Leitfaden. Greifen in großen Gruppen und können ihre Gestalt verändern. Leuchthieben aus, ist aber leicht auszuschalten. Okay. Okay. Zur Kenntnis genommen. Hallöchen, Mr. Gunny. Willkommen. Zur Kenntnis genommen. Das war schmerzlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen auf jeden Großmeister, wir... What? Das tragende Wände? Das tragende Hützen? Scheinbar nicht, okay. Abkürzung ist freigeschaltet. Ach ja, ihr seid respawned. Zuerst mal haben wir gerade oben eine Rechnung offen. Ja, das wurden wir. Gib mir die Kamera frei, Spiel. Ich muss den stacheligen Mistkäfer zurückschlagen. Ich will meine Erfahrungspunkte zurückhaben. So, ich muss mehr mit dem Aufschalten arbeiten. So, Leben, Macht und TP wiederhergestellt. Danke. Das war, was wir so lang müssen. Wie er sich freut dafür. Oh. Nein, ich gehe den nicht schlagen. Ich gehe den jetzt nicht provozieren. Tode haben in diesem Spiel Konsequenzen scheinbar. Oder so ähnlich. Ich seh's mir an. Du hast alles kartografiert. Geblockt, einige Wege sind verkehrt, versperrt bisher. Okay. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben.
Okay, geblockt. Da hinten ist ein geblockter Weg. Hier ist ein geblockter Weg. Was ist da? Speicherpunkt. Wahrscheinlich ist der rote unser aktueller Speicherpunkt. Okay. Sieht nicht sehr durchgängig aus. Hochklettern ist hier nicht. Nein. Da hinten ist was. Was haben wir denn hier? Okay, ich wollte herausfinden, ob das funktioniert. Funktioniert. Oh, okay. Der Druide Gatekeep die ganzen Loot. BD1? Neues Poncho-Material erhalten. Dämmerung auf Bogano. Nett. Erstmal meditieren. Ausruhen. Ruh dich aus dem Leben. Macht zu generieren. Du musst nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Aber nicht. Ruh dich aus, respawnen deine Gegner. Wir haben gerade keinen Grund, uns auszuruhen. Wir speichern also automatisch, wenn wir einmal hier gewesen sind. Okay. Da ist der Weg nach unten. Ja. Aber da gab es noch etwas. Jetzt müssen wir einfach irgendwo E drücken. So kommen wir wieder hoch. Einfach nicht runterspringen. Okay, hier war scheinbar nichts. War nur Einbildung. Da hinten scheint aber was zu sein. So. Echo wahrnehmen. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Die Leiche. Das hätten wir noch können. Die Leiche ist genau. Na gut, solche Viecher werden wir noch ganz oft töten, glaube ich. Forscher. 3 von 13. Okay. Okay, es gibt also zwei Sachen, die wir gerade verfolgen können. Den Forscher und die Bokling oder Bokling-Studien. Flora und Fauna. Ah. Genau, solche Viecher werden wir noch sowieso noch haufenweise töten, glaube ich. Also, das gehen wir dann bei der nächsten Gelegenheit. Warum töte ich eigentlich jetzt die armen Bohnenstangen? Die können doch nichts dafür. Scannen! Danke, BD1. Die Bockratte. Graben sich im Boden, um den Angreifer und den Gegner zu täuschen, ihr sie angreift. Oh Gott, sind sie hässlich. Einfach zu parieren, lasst nicht umzingeln. Also parieren im Endeffekt. Nein! Lauf weg! Okay, also die Frosch war hier. Oh? Kriegst nicht zum Laufen. Was ist das? Gibt es irgendeine Sache, die nicht mit dem Lichtschwert geregelt werden kann?
Okay, Rot sagt einfach, wir kommen hier noch nicht durch. Hallo, Frosch. Und tot. Okay. Schauen wir mal. Ich sollte vielleicht versuchen, seine... Kann man seine Bisse parieren? Ich sollte versuchen, seine Bisse zu parieren. Ich will meinen Erfahrungspunkt jetzt zurückhaben. Das heißt, wir müssen das Vieh zusammenschlagen gehen. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Das ist aber nicht der Oberboss-Frosch gewesen, glaube ich. Hatte keinen Bossbalken. Der war einfach nur böse. Den Frosch gehen wir schlagen. Und wir tot, okay. Aber wir kommen gegen den klar, wenn wir uns ein bisschen ins Kampfsystem reinfügen. Benutzen wir Tab für irgendwas aktuell? Wenn nicht, dann würde ich wahrscheinlich die Aufschalten-Taste oder die Durchschalten-Taste auf Tab umsetzen. Stimmt, die Heilung hätten wir benutzen können. Nein, ich wollte nicht... Ja, wir wissen, was geht. Ich weiß. Ich weiß. Wir gehen. Genau. Wir hätten das Stim benutzen können. Jetzt kommt wieder die alte Krankheit, dass man zu geizig ist mit dem Zeug. So. Here we go again. So. Froggy! Wir waren gestunt und konnten sich bewegen, okay. Frogge war diesmal nicht glücklich. Gleich nochmal. Ja, ich sollte vielleicht auch die Machtfähigkeit benutzen, um ihn zu verlangen. Das wäre auch ein Gedanke gewesen. Schauen wir mal. Wir benutzen Frogge jetzt einfach mal ganz kurz als unseren... Ja, Boxsack. Oder wir werden sein Boxsack. Und jetzt arbeiten wir gerade in erster Linie daran. Oh. Wirklich, die Ratte schlägt auf uns ein. Ich glaube, wir können den nicht parieren. Wir können den nur ausweichen. Also gleich nochmal. Also wie gesagt, wir benutzen ihn jetzt gerade als Crash-Test, um uns ein bisschen einzufinden. Wir haben dieses Spiel halt bisher noch niemals angefasst und haben uns direkt in den höchsten Schwierigkeitsgrad reingestürzt, weil wir schlechte Ideen einfach immer haben. Aber zumindest kriege ich die Plunge-Angriffe jetzt am Mädchen. So, lassen wir den die Ratte fressen. Denn die Ratte hat uns das eiskalt verraten. Ich wollte gerade ausweichen. Nein. Sollte das nein. Also gleich nochmal. Wir gehen Frogge früher oder später zusammengeschlagen kriegen. Dann bin ich ganz glücklich. Muss ich mal so ein Angriffstiming irgendwie rauskriegen. Und hoppla. Frog kann die Ratte da hinten erstmal fressen gehen.
Schotter! Hilfe! Du, oh nein! Ausdauer haben wir auch nicht so viel, fällt mir gerade auf. Wir alle wussten, was passieren würde, als dieser Frosch aufgetaucht ist. Wir sollten die große, die starke Fähigkeit nochmal benutzen, den Hieb. Aua! Nein! Zu früh! Ich brauche Hilfe! Ah, au, au! Okay, das war interessant zu sehen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Regenerationsrate von unseren Machtfähigkeiten ist oder wo die Balken wirklich alle sind. Müssen wir schauen. Aber wir kommen da rein. Unser Bewegungsmuster sollten wir vielleicht auch ein bisschen prüfen, denn er scheint sehr mehrere Angriffe ineinander zu machen und ich versuche immer nach jedem einzelnen Angriff sofort einen Gegenschlag zu machen, was ich nicht sollte. Ich denke, das Beste wäre wahrscheinlich auf die großen Angriffe zu warten und nach denen dann zu schlagen. Probieren wir es dann so. Stimmt. Ratte, tu es nicht. BD1, stimmt. Warte, zeig es leer, das ist mir egal. Ja. Scan den Frogger. Ich möchte lernen, wie wir zukünftig einfach. Hast du was? Okto. Trenn die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ist aufgefallen. Ist ein extrem gefährlicher Alpha-Predator aus der oberen Ebene, aus dem oberen Ende der Nahrungskette auf Bogano. Die klebrige Zunge dieser Kreatur hat eine Reichweite von 8 Metern, haftet an ihrer Beute und zieht diese in ihren Schlund. Diese Angriffsweise ist bei den meisten Gegnern ausgesprochen effektiv. Aufgrund seiner dicken Haut widersteht der Okto selbst einem Lichtschwertangriff und ist im Nahkampf extrem gefährlich, der nicht selten auf seine Beute zuspringt, um den Abstand zu verringern. Du wirst gleich von der Ratte getötet werden. Ich hab gescherzt, als ich das gesagt habe. Ich hab gescherzt, als ich sagte, jetzt von einer Ratte getötet zu werden. Ich wünsche mir jetzt hier hinten gleich direkt das, wo wir uns... Ah, genau das wünsche ich mir. Lädt das eigentlich unsere Stims wieder auf? Definitiv ausruhen. Ja, Spiel, wir wissen... Okay, das lädt unsere Stims wieder auf. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt verfügbar.
So, was haben wir da? Kals maximale Macht erhöht sich, Kals maximales Leben, immer das Leben zuerst. Das wird das Lernen deutlich weniger frustrierend machen, wenn wir ein paar mehr Hitpoints haben, bevor wir einfach sterben. Da können wir aus jedem Kampf mehr Lektionen rausziehen. Attacke zum Ziel, springe während des Sprints, um einen Salto übers Ziel zu machen. Ah. Maximale Macht. Hältst du verlangsamen, kann Kerl sein Ziel länger verlangsamen. Ah, nett. Durch weniger Blockausdauerschaden. Ah, das ist gut. Okay, wir müssen wohl hier durch. Wir gehen also zuerst in die andere Richtung. Andere. Ist der Octo respawned? Ich sehe Frogge hier nirgendwo. Das ist die Richtung, aus der wir kommen. Hoppla. Verreck. Ah, hier sind wir. Hallo. Ich hoffe, du wirst mich nicht essen. Wie alles andere auf dieser Welt. So, einfach die Ratten wegklatschen. Okay, zuallererst. Einstellungen. Ich denke, es ist vielleicht angebracht, dass wir jetzt hier ein paar Sachen machen. Schwierigkeit. Die Großmeister können wir jetzt umstellen. Paradefenster sehr gering, das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Zeit, um zu parieren. Da kommen wir irgendwie ran. Automatischer Zielwechsel nach Neutralisierung. Automatische Zielerfassung im Kampf. Hätte ich gerne. Steuerung. Bearbeiten. Ziel wechseln, steht hier was? Zum Durchschalten einfach? Denn ich würde gerne durchschalten, einfach. Wie das, was ich gerade gesagt habe, ja. Fallen ist cool, haben wir was? Ziel wählen. Durchschalten-Knopf haben wir nicht? Nein, das ist nicht vorne. Können wir hier als sekundäre Taste dafür Tab haben? Ich sag den Wintermods, das ist mir dafür ein bisschen blöd. Ich wechsle auf die Daumentaste, die zweite. Terrariumsamen halten. Die werden was begrüßt. Parafisch. Ah. So. Ironischerweise, bei Star Wars The Old Republic habe ich Ziel aufschalten auf der mittleren Maustaste liegen. Aber da ist die ganze Steuerung sowieso anders. Dementsprechend kommen wir da dran. Nein. Hier auch nicht. Dann gehen wir halt über den Weg, der vorgegeben ist.